Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich mein leider sehr viel verspätetes Video über den Battle Pass, den ich euch heute vorstelle. Genau, die erste Seite, da kriegt ihr schon Sachen umsonst zu einem diesen Charakter und noch was. Genau. Ja. Schnips gibt's auch noch. Dann haben wir hier Likes ohne Ende, den Tanz. Dieses Rückaccessoire, diese Spitzhacke, Bastels Zweihändler, die sieht eigentlich ganz cool aus. Dieses Spray-Motiv, dieses Emoji-Kran, der Ladebildschirm und das Banner-Symbol. Und dann hätten wir noch diese hier, zwei Farbenballons, was ich theoretisch richtig cool finde. Hier so, hier so blau und hier so rot. Wenn man sich das mal von vorne anguckt, sieht man das auch so. Ja, richtig cool. Das hier ist dann wieder Elvi. Das ist auch die hier. Eben nur in einem anderen Stil. Auch episch. Dann gehen wir runter. Hier hatten wir einmal den tanzarmer Typ. Dafür brauchen wir aber natürlich Schnips. Einmal ein, zweimal 100 V-Bucks. Diese Spitzhacke. Diese Lackierung. Da hätten wir hier noch das. Und nicht zu vergessen, der Ladebildschirm. Dann gehen wir runter. Hier übrigens hängt man nicht, sondern steht man drauf. Ich dachte immer, da hängt man, stimmt aber nicht. Ja, den Tanz. Wofür man aber die Spitzhacke benötigt, die oben schon war. Dann hätten wir Adira und diese Spitzhacke hätten wir hier. Dann noch den Sturmläufer. Nein, das ist nicht der Sturmläufer. Oder ist es der Sturmläufer? Ja, das ist der Sturmläufer. Okay. Genau, hier hätten wir die Spitzhacke. Sturmläufer-Kling mit Liebe eingepackt. Finde ich persönlich ein bisschen bescheuert. Dem Sturmkrachen. Kampfbereiter Sturmläufer. Nochmal 100 V-Bucks hier. Diesen Ladebildschirm, den kennen wir bestimmt inzwischen alle schon. Und den Glittergitter. Genau, den finde ich eigentlich ganz cool. Und das Banner-Symbol. Herrscher. Greif haben wir hier, das ist eine Hängeleiter. Morg, das Outfit. Dann die Greifenkralle, 100 V-Bucks. Diese Lackierung. Hier nochmal 100 V-Bucks. Malik Siegel ist auch ein Tanz, den ich persönlich nicht so dolle finde. Und hier haben wir nochmal einen Ladebildschirm. So, hier haben wir Sturmläufer, in Klammern Sturmschläger. Genau. Hier hätten wir eine Lackierung. Das hier ist wieder ein Kondensstreifen, erhabener Flug. Dann hätten wir vorwärts einen Tanz, den ich persönlich richtig krass finde. Nochmal 2x100 V-Bucks, eine Spitzhacke. Und Morlik wieder erhaben, Klammern. Hier hätten wir Sabina. Wieder 100 V-Bucks. Eine Tanz. Anders gesagt, Emoji. Eine Hängeleiter. Ein Spray-Motiv. Ein Ladebildschirm. Noch eine Spitzhacke in Banner-Symbol und Leuchtgespinst. Und dann hätten wir hier noch verzweifelt. Dann gehen wir noch mal runter. Als erstes fangen wir an mit der Lackierung. Dann haben wir noch mal 100 V-Bucks. Lord Way, das Spray-Motiv. Witwen-Versprechen hätten wir noch so einen Rucksack. Dann hätten wir noch einen Ladebildschirm, den bestimmt auch schon jeder kennt. Sabina, in Klammern glühende Funken haben wir. Weiter weg nach Hause. Das ist noch mal Musik, 100 V-Bucks und ein Banner-Symbol. Das hier hätten wir auch einmal. Ewi Neon Mode. So, hier kommen wir auf der letzten Seite schon wieder an.
Genau. Wimper Sonnenroide hatten wir und Accessoire. Dann darf Shader Lackierung, die sieht so aus. Dann das hier, das finde ich persönlich richtig, richtig lustig. Way das Schwert. Wappen des Imperiums. Dann hätten wir noch einen Emote, und zwar Imperialer Marsch. Shuttle der Lambda-Klasse. 100 V-Bucks und ein Ladebildschirm. Genau, Leute, das war der Battle Pass. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal hier bei Janis 2.0. Tschüss.